30 Knoten Wind und nur ein einziges Segel brachten uns nach Montserrat. Wir besuchten die verlassene Hauptstadt Plymouth, die von einem Vulkan komplett zerstört wurde. Alle Menschen, die dort wohnten, mussten flüchten. Sie verloren alles, was sie hatten. Diese Erlebnisse regten uns noch eine ganze Weile zum Nachdenken an. Außerdem war Thilo im Regenwald, um dort eine Nacht zu verbringen, während ich in der einzigen Bucht dieser Insel auf unser Boot aufpasste und eine wahrscheinlich ebenso unruhige Nacht hatte. Wir hatten eine gute Zeit auf Montserrat. Die Insel war beeindruckend und es war richtig, hierher zu kommen. Doch Wind und Welle brachten uns dazu, eine Entscheidung zu treffen. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir haben entschieden kurzfristig, dass wir heute ablegen hier von Montserrat. Man kann hier nicht schlafen. Das hat schon Gründe, warum hier so wenig Segelboote liegen. Die Wellen sind so heftig. Die erste Nacht ging es noch, jetzt ist der Schwell so krass. Eigentlich konnte man die Nacht gar nicht schlafen. Und es ist einfach nur belastend und anstrengend und man kann tagsüber dann auch nicht viel machen, weil man einfach keine Energie hat oder keine Energie geladen hat über die Nacht. Man konnte kaum pennen. Ich hatte das große Glück noch, dass ich eine Nacht im Regenwald schlafen konnte, in einer Hängematte, wo es ruhig war. Da musste Leonie ja hier schlafen. Und ja, deswegen, das ist einfach so anstrengend hier. Deswegen haben wir jetzt entschieden, kurzfristig heute schon abzulegen. Eigentlich wollten wir einen Tag länger bleiben, aber wir haben auch eigentlich alles von der Insel gesehen. Und ich räume jetzt ein bisschen auf, mache alles fest und dann segeln wir weiter nach Nevis. Aber da so ein Swell hatten wir noch nie in irgendeiner Bucht. Das ist heftig, wie dieses Boot hier gewackelt hat. Jetzt gerade geht's mega. Das sind immer so Phasen von, ich glaube, Ebbe und Flut. Jetzt gerade ist entspannt, aber boah, ey. Man hat dann auch direkt schlechte Laune, wenn man keine Energie hat. Ich hoffe einfach nur, dass diese Ankerbucht da jetzt, wo wir ankommen, ruhig ist. Dass ich da auch das YouTube-Video fertig machen kann und da hochladen kann. Und dass wir neue Energie tanken können. Weil das hier ist auf jeden Fall unangenehmer als beim Segeln über Nacht, wo du dauerhaft eigentlich eine Krängung hast. Klar wird man auch rüber, aber man liegt in einer Schrägen eigentlich und kann sich darauf einstellen. Hier eiert man ja nur hin und her und eigentlich bin ich ein Mensch, der, oh fuck, der auf dem Rücken schläft, aber so eiert man halt noch mehr und deswegen ist die beste Position eigentlich so wie so ein Toter und dann so. Ich räume jetzt zusammen, dann geht's los. Ich bin Leonie. Und das ist Thilo. Und gemeinsam segeln wir um die Welt. Wir sind fürs Riskieren, fürs Ausprobieren, für Abenteuer, fürs Fallen und wieder Aufstehen. Wir sind fürs an sich selber glauben. Hier sollen wir einen Tank mitnehmen. Doch bevor wir wirklich ablegen können, müssen wir zurück an Land, um uns aus Montserrat abzumelden. Wir wollen jetzt gerade an Land. Da ist ein anderer mit seinem Dingi abgesoffen oder so und hier ist krasse Strömung und Wind und er ist fast ins Gegen angekommen. Da bieten wir natürlich unsere Hilfe an. Dingi ist oben, alles soweit fest, jetzt der Anker und das Ding ist, wir haben fast die komplette Kette drin, weil es hier so stürmisch und wellig ist, 60 Meter per Hand, ist natürlich ein Akt, ne? Ist ein Akt. Mann, ey, diese Scheißkette, ne?
Kannst du mir hier helfen? Der Anker ist oben und es geht weiter für uns Richtung St. Kitts and Nevis. Wir ziehen erstmal nur die Fock hoch, doch der Wind lässt nach und wir müssen das Vorsegel wechseln, was bei uns immer etwas aufwendiger ist. Die meisten anderen Boote besitzen eine Rollref-Anlage, mit der man das Segel auf die beliebige Größe ein- und ausrollen kann, doch unseres ist etwas altertümlicher. Wir besitzen mehrere Größen an Segeln, die man bei mehr oder weniger Wind komplett auswechselt. Man klipst also, nachdem man das Segel runtergelassen hat, das andere zur Windstärke passende Segel mit ein und zieht es erneut hoch. Alle Leinen müssen neu eingefädelt werden und das vorherige Segel muss verstaut werden. Wir müssen dabei jedes Mal aufs Vorschiff, egal bei welchem Wetter und bei welcher Tageszeit. Okay, ich zieh hoch, ne? Bei der ganzen Prozedur gibt es immer einen Moment, in dem kein einziges Segel gehisst ist, man auf der Stelle treibt und somit stark hin und her geschaukelt wird. Es ist jedes Mal ein Kraftakt und es gab schon viele Momente auf dieser Reise, in denen wir uns einfach nicht entscheiden konnten, was wir tun sollen, da die Entscheidung, das Vorsegel zu verkleinern oder zu vergrößern, mit viel Aufwand verknüpft ist. Das ist immer ein Akt, ey. 7 Minuten hat das jetzt gedauert, das ganze Unterfangen. Sogar ein bisschen länger, weil vorher habe ich noch mal die Leine ein bisschen ausgelegt. Und jetzt mache ich vorne noch mal alles richtig fest. Puh! Das ist noch Segeln, ne? Das nennt man Segeln. Sobald die Genua einmal oben ist, segeln wir plötzlich 6 Knoten schnell und können uns etwas ausruhen. Insgesamt doch über 40 Meilen bis nach Nevis. Wir haben schon über die Hälfte geschafft. Und vorhin war da eine fette Regenwolke, da dachten wir schon, scheiße, müssen wir jetzt Segel runternehmen, ist das ein Squall? Hat sich aber so gut aufgelöst und wir sind knapp dran vorbei. Aber da hinten kommt schon wieder eine. Und die scheint uns zu erwischen. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickeln wird. Das ist immer ganz aufregend, wenn so eine Wolke auf einen zukommt. Muss man das Segel runterlassen, wird es stürmisch, ist es nur Regen? Zieht die Wolke vorbei, löst die Wolke sich auf. Wir werden es sehen. Ich hoffe einfach, dass es dennoch entspannt bleibt. Da sieht es schön aus. Da sieht es nicht so schön aus. Thank you.
GoPro schon mal an. Vorhin hat es komische Geräusche unter unserem Boot gegeben, vermutlich an der Schraube, vielleicht hat sich da wieder irgendwas festgehakt, ein Seil oder so, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall, bevor wir den Motor jetzt anmachen, tauche ich einmal kurz und gucke nach, was da los ist. Und jetzt treiben wir aber gerade die ganze Zeit, wir haben jetzt die Segel runtergenommen, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. An, ab zur Boje. So, meine lieben Freunde, wir sind gut angekommen, haben an einer Boje festgemacht, können jetzt endlich mal ein paar Tage hier regenerieren, ausschlafen, richtig gut. Da freuen wir uns sehr. Schöner Strand, schöner Ausblick auf den ehemaligen alten Vulkan, ist nicht mehr aktiv, aber ja, und da ist auch ein sehr schönes Boot. Jetzt können wir richtig entspannen, das ist sehr gut. Und ja, was ich nochmal sagen wollte, den Squall haben wir doch nicht abbekommen, da hatten wir Glück, der ist an uns vorbeigezogen, wobei ein bisschen Regen ganz schön gewesen wäre, aber kein Squall ist natürlich nochmal viel besser. Und jetzt packen wir das Dingy aus, machen uns fertig und gehen dann mal an Land. Wir haben es geschafft. Nach all den Strapazen und den aufregenden Tagen erreichen wir die Insel Nevis. Der Ankerplatz ist ruhig und es gibt lauter Bars und Restaurants direkt am Strand. Genau der richtige Ort, um uns die nächsten Tage lang auszuruhen. Das war's auch schon wieder mit dem Video bis hierhin. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Kommentar, ein Abo und ein Like da lasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Aber auch